Hallo und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Still Life. Guten Tag. Ja, erstmal zu meinen letzten Folgen. Ich habe da gemerkt, dass ich ein verkehrtes Bildformat hatte. Weil das Spiel läuft auf 4:3 und ich habe 16:9 und ich kann es im Spiel nicht ändern. Ich kann es während der Aufnahme auch nicht ändern. Also ich sehe das hier so verzerrt in die Breite. Ich werde das aber dann beim Rendern korrigieren, damit es für euch besser aussieht als für mich jetzt. So, in der letzten Folge habe ich ja hier probiert und probiert. Ich weiß zwar die Lösung, zumindest was hier stehen muss. Das Herz in der Mitte. Wir haben ja den Anhänger vom Großvater bekommen. Und die Truhe ist auch vom Großvater. Also kann das ja nur so sein. Und um jetzt nicht lange hin und her zu schieben und drehen, weil es ein Let's Play ist, habe ich nachgeguckt. Wenn ich mal nachgucke, sage ich Bescheid. Ansonsten habe ich die Lösung natürlich nicht offen. So, das wäre der fünfte, den muss ich dreimal. Und der dritte einmal. Und der vierte dreimal. Und der zweite dreimal. Ich will nicht wissen, wie lange ich probiert hätte ohne. Gut. Wir schauen, was passiert. Das arme Kind war wüst zugerichtet. Der Täter hatte 7-mal auf sie eingestochen, bevor sie entkommen konnte. Roman, einer von Ottokars Männern, hatte sie gefunden und hergebracht. Sie war gerade mal 16 Jahre alt. Ich versprach, mein Möglichstes zu tun, um ihr zu helfen, wenn sie mir helfen würde, den Mörder zu entlarven. Also erzählte sie mir alles. Kann ich das behalten? Ja. Sehr nett von Ihnen, mich einen Blick drauf werfen zu lassen. Mein Name ist Gustav McPherson. Ich bin... Privatdetektiv. Ich bin mit Ihrer Arbeit vertraut, Herr McPherson. Ich wusste gar nicht, dass ich so bekannt bin. Ich habe über Ihre Fälle in Paris und London gelesen. Ich bin Inspektor Skalnik von der Prager Polizei. So, da wären wir auch in Paris. Was war's? 1923? Wir sind der Großvater. Mal sehen, was Sie noch so erzählen. Ist das das fünfte Opfer? Ja, offiziell, aber es soll angeblich auch 2 Vermisste geben. Angeblich? Ja, Sie kennen doch diese Frauen. Oft kommen und gehen sie, ohne irgendjemand in Kenntnis zu setzen. Und dann tauchen sie wieder auf, als wären sie nie weg gewesen. Deswegen kümmere ich mich gar nicht erst um Vermisste. Aha, Sie kümmern sich also erst dann darum, wenn Sie in diesem Zustand wieder auftauchen. Aha, Sie wollen anscheinend den edlen Ritter spielen. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, kümmern Sie sich lieber wieder um fremdgehende Ehemänner und dergleichen. Hier vergeuden Sie Ihre Zeit. Sie haben mich nun erst recht überzeugt, dass ich mich um diesen Fall kümmern sollte. Nein, wirklich, Herr McPherson. Die Sache wird nicht einmal in der Presse erwähnt. Wen interessieren schon tote Prostituierte? Und selbst wenn darüber berichtet wird, dann nur über den Mörder und die Zahl der Toten, aber nicht über die Opfer selbst. Den Zuhältern sind die Mädchen noch gleichgültiger. Die zwingen sie zu arbeiten, selbst wenn so ein Mörder frei herumläuft. Das interessiert keinen. Hier ist wirklich kein Ruhm zu ernten. Ich rate Ihnen nochmal, lassen Sie die Finger davon. Nein, bestimmt nicht. Dürfte ich Ihnen noch ein paar weitere Fragen stellen? Sicher doch. Waren alle Opfer Prostituierte? Ja. War der Schnitt am Hals die Todesursache? So ist es. Es waren also nicht die zahlreichen Stichwunden auf der Brust. Nein. Naja, so ganz sicher sind wir uns da nicht. Hat sie noch andere Wunden am Körper? Ja, Narben an den Vorderarmen und der Täter hat ihr den Bauch aufgeschlitzt. Aufgeschlitzt? Nie zuvor hatte ich so etwas Abartiges gesehen.
Vergleichbares schien nur Jack the Ripper in London verübt zu haben. Oh mein Gott. Hat er das mit allen Opfern gemacht? Ja, so wurden alle aufgefunden. Fehlen irgendwelche Organe? Ich bin kein Mediziner, Herr McPherson. Fehlten denn bei den anderen Opfern Organe? Nicht, dass ich wüsste. Also kein Organhandel. Gab's das überhaupt früher schon? Ich glaube ja, ne? Wer ist der Gerichtsmediziner? Emil Corona. Er arbeitet in der alten Kapelle. Er ist sehr... Nun, ich will Ihnen nicht die Überraschung nehmen. Und jetzt sind Sie dran. Was hat sich Ihrer Meinung nach zugetragen? Ich glaube, dass Sie bei der Todesursache richtig liegen. Der Tod wurde durch den Schnitt am Hals verursacht. Die Stichwunden in der Brust wurden vorher zugefügt. Dafür sprechen auch die Wunden an den Vorderarmen, die daher rühren, dass das Opfer sich verteidigte. Was mich jedoch stört, ist, dass es am Tatort keine Blutspuren gibt. Das dürfte darauf hinweisen, dass sie anderorts ermordet und dann hierher gebracht wurde. Nun, Herr McPherson, ich möchte zwar nicht unhöflich sein, aber... Ja, ich verstehe, Sie haben zu tun. Tja, dann nochmals danke für dieses kleine Gespräch zwischen Kollegen. Nett, Sie kennengelernt zu haben. Ganz meinerseits. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich von Skalnik nicht mehr viel zu erwarten. Aus irgendeinem Grund testete er mich. Ich war mir nun selbst überlassen. Okay, jetzt können wir weiter steuern wieder. Also, wir sind Paris, wir sind der Großvater, wir sind Detektiv. Und haben auch hier 5 Todesopfer. Da steht hier ein Polizist. Kasimir Stasek. Er hat mir manch wertvollen Hinweis in den kleineren Fällen gegeben, in denen ich hier recherchierte. Seien Sie gegrüßt, mein Freund. Ah, Herr McPherson. Wie geht es Ihnen an diesem düsteren Abend? Ich kann mich nicht beklagen. Und selbst? Außer meinem blauen Auge und dem schrecklichen Mord ist alles in Ordnung. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Und zwar aus einem anderen Spiel. Ich komme jetzt aber gerade nicht auf den Namen. Übrigens, wenn man die linke Maustaste drückt, ist es meistens auf den Fall bezogen. Und rechte Maustaste ist so privates Leben. Aber erstmal zum Fall. Sie haben wohl nichts Neues für mich, hm? Diesmal habe ich leider nichts für Sie, mein Freund. Alle stehen noch unter dem Schock. Es stört Sie doch nicht, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle, oder? Keineswegs. Was hat er für Riesenpfoten? Alter. Wie lange geht das schon? Es fing vor etwa 3 Wochen an. Haben Sie bisher denn noch nichts davon gehört? Nein, ich habe an einem Fall außerhalb der Stadt gearbeitet, bis mich jemand bat, zurückzukommen und mich mit diesen schrecklichen Morden zu befassen. Ah, die schöne Ida Skalikova, nicht wahr? Richtig. Sie macht sich Sorgen um ihre Freundinnen. Ich habe gesagt, dass ich sehen werde, was ich tun kann. Können Sie mir etwas über Ihren neuen Chef sagen? Inspektor Jiri Skalnik? Er wurde mit dem Fall betraut und vorübergehend unserem Distrikt zugeordnet. Er hat einen guten Ruf, aber er teilt uns so gut wie nichts mit. Er behält alles für sich. So. Vertraut er Ihnen nicht? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht hält er uns für unfähig. Vielleicht. Das wäre aber dumm von ihm. Danke für das Kompliment. Wurden die Leichen immer einfach irgendwo abgelegt? Ich glaube ja, aber wie gesagt, bin ich nicht sehr gut unterrichtet. Und gab es je einen Augenzeugen? Nein, nie. Am meisten beschäftigte mich die Frage, wie der Mörder in der Stadt umhergehen konnte, ohne gesehen zu werden. Woher stammt das Veilchen? Veilchen? Ihr blaues Auge. Wo haben Sie das her? Ah, ich habe gestern einen Mann verhaftet. Und dabei hat mein Auge leider mit seiner Faust Bekanntschaft gemacht. Kam der Schlag völlig unerwartet? Das kann man wohl sagen. Mein Kollege hatte keine Zeit, mich zu warnen. Es ging alles sehr schnell. Ich half gerade der Frau und wollte mich meinem Kollegen zuwenden und BAM! Schon lag ich bäuchlings auf dem Bürgersteig. BAM! Was hatte der Mann denn überhaupt getan, dass sie einschreiten mussten? Er belästigte eine Frau, also griff ich ein. Aber dann geriet die Lage etwas außer Kontrolle. Ja, wir sind zurzeit etwas überempfindlich, wenn ein Mann eine junge Frau belästigt. Ja, das ist verständlich.
Gut, ich will Sie nicht länger bei der Arbeit stören. Ich muss zu meiner Klientin. Danke für die Auskünfte. Gern geschehen. Seien Sie vorsichtig. Keine Sorge. Okay, dann gehen wir weiter. Hier haben wir unser Symbol. Ein langer Prolog. Ich werde ihn jetzt einfach mal durchklicken. Wer sich das durchlesen will, drückt einfach auf Pause. Ich lese mir das nicht durch. Okay, zurück. So, da wollen wir mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wohin wir gehen müssen. Da steht jemand. Eine Mühle. Also gesagt, ein Wasserrad. Ich weiß nicht, was. Meine Ida. Die schönsten Beine ganz Osteuropas. Mein Engel, mein Ein und Alles. Ich traf sie, als ich in einem unbedeutenden Fall recherchierte. Sie war Tänzerin im benachbarten Kabarett und mit dem verheirateten Mann liiert, den ich beschattete. Es war Liebe auf den ersten Blick. Oh, wer hat sich denn da so schön rausgeputzt? Hallo, meine Süße. Ich mag nicht, wenn du so mit mir redest. War doch nur nett gemeint. Es sollte keineswegs heißen, dass... Ach, vergiss es. Entschuldige bitte. Gut. Und? Hast du inzwischen mit diesem Nichtsnutz von Inspektor geredet? Ja, hab ich. Ist aber nicht viel dabei herausgekommen. Wirst du uns helfen? Selbstverständlich werde ich das. Hast du etwa daran gezweifelt? Nein, aber man weiß ja nie. Sollen wir das Finanzielle jetzt oder später regeln? Ida, ich will kein Geld dafür. Unsinn. Du nimmst unser Geld. Wie viel kostet das? Hör zu, wir regeln das, wenn der Fall geklärt ist. Einverstanden? Versprichst du das? Es wäre eine Beleidigung für uns, wenn du unser Geld nicht nimmst. Was hätte ich denn machen sollen? Von diesen Mädchen Geld annehmen? Lieber verhungern. Ich verspreche es. Wenn der Fall beendet ist, stelle ich meine Arbeit in Rechnung. Verdammt. Ich nehme euer Geld nicht, aber dafür etwas anderes. Wie hieß sie? Wer? Das Opfer. Ah, sie hieß Franziska. Franziska. Stand sie dir nah? Mir nicht so sehr wie Milena, aber ich kannte sie auch gut. Hat sie je über einen regelmäßigen Freier oder über irgendjemand Besonderen gesprochen? Nicht, dass ich wüsste. Meinst du, Milena könnte mir ein paar Fragen beantworten? Ja, bestimmt. Ich werde sie fragen. Milena? Ja? Ich möchte, dass du Gustav kennenlernst, von dem ich dir schon erzählt habe. Er wird uns helfen, den Täter zu finden. Könnte er dir ein paar Fragen zu Franziska stellen? In Ordnung. Ich warte oben auf dich, okay? Okay. Bis gleich. Tschüssi.